Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem Projekt Quizzy von mir, Vadim und Elias. Wenn ihr Quizzy hört, denkt ihr euch vielleicht, was ist Quizzy? Nun ja, Quizzy ist eine Web-App, in der man seine eigenen Quizze erstellen kann oder öffentliche Quizze machen kann, beantworten kann, um das Lernen zu vereinfachen, um mehr Spaß reinzubringen, um so dieses Challenge-Gefühl zu haben. Genau, wie bereits erwähnt, das Problem ist, dass Lernen viel zu langweilig ist und es macht mehr Spaß durch gemeinsames Lernen, also durch gemeinsames Quizze beantworten in dem Fall und halt man hat dieses Challenge-Gefühl. Unsere Lösung ist Quizzy, eine Web-App, mit der man seine eigenen Quiz erstellen kann und sie auch beantworten kann oder öffentliche beantworten kann. Aber mehr dazu zeigt euch jetzt Elias. Also, wenn man zuerst auf die Quizzy-Seite kommt, muss man sich zuerst anmelden oder man kann sich registrieren. Und dann sind hier die öffentlichen Quizze. Klicken wir auf eins und dann kann man eins beantworten. Zum Beispiel, welcher Planet ist für seine riesigen Stürme bekannt, die größer als die Erde sein können? Kennt jemand die Antwort vielleicht von den Zuschauern? Jupiter. Ja? Jupiter. Jupiter, wir geben ein. Weiter zur nächsten Frage. Was ist die Formel der Gewichtskraft? Ja, wieder. Schwarm. F ist wir geben ein. Und wo geht die Sonne unter? Vielleicht jemand anderes? Sie vielleicht? Wissen Sie es? Im Westen. Und? Ist alles korrekt. Und wenn man hier kein Quiz findet, das man beantworten will, kann man unten rechts auch ein eigenes machen. Zum Beispiel hier mein cooles Quiz und hier unten ein Thema. Dann kann man hier die Fragen eingeben, zum Beispiel, wo geht die Sonne auf? Norden, Süden, Osten und Westen und hier die richtige Antwort auswählen. Oh. Wir wechseln zurück zur Präsentation. Ja genau, wir haben zur Sicherheit halt Screenshots vorbereitet, im Falle, falls sowas passiert. Hier seht ihr zum Beispiel die Anmeldung schwarz. Wir hatten, falls Sie es gesehen haben, an der Seitennavigation auch Einstellungen. Da sollte so ein riesiger Knopf sein, mit dem man halt Dunkel- und also Dark- and Light-Mode einstellen kann. Das heißt Dunkelmodus und Hellmodus. Das heißt, im Dunkelmodus werden weiße Farben zu dunkel, beziehungsweise helle Farben zu dunkel und dunkle Farben zu helleren, je nachdem, wie man es mehr mag. Genau, hier kann man dann sehen, zum Beispiel den Dunkelmodus und eins zurück, das Bild war dann der Hellmodus. Unsere Erkenntnisse bzw. die Probleme, auf die wir gestoßen sind und was wir daraus gelernt haben. Wir sollten den Code nicht duplizieren. Das heißt, falls wir für mehrere Dateien denselben Code brauchen, sollten wir nicht den Code ständig kopieren, also genau denselben Code schreiben in mehrere Dateien, denn dabei können Tippfehler entstehen, die dann dazu führen, dass der Code nicht funktioniert und es liegt dann im Endeffekt nur an einem Buchstaben und das kann sehr lange dauern, bis man den Fehler findet. Anstelle dessen sollte man viel, viel lieber in einer Datei einen Code schreiben und den Code dann mit den anderen Dateien verbinden. Außerdem haben wir gelernt, dass man die Extension, die Erweiterung Live Share von Microsoft nicht nutzen sollte für langes Live Sharing. Live Sharing ist, wenn man zusammen am selben Code programmieren möchte, man aber von zwei verschiedenen PCs programmieren möchte und deshalb halt seinen Code teilen möchte, wie das Wort Share sagt, Sharing, teilen auf Englisch. Stattdessen sollte man, also wenn man langfristig zusammenarbeiten möchte und langfristig den Code teilen möchte, lieber Together Code benutzen, kann man sich auch im Texteditor Visual Studio Code, den wir auch genutzt haben, runterladen
um halt langfristig seinen Code zu teilen. Genau, das war's mit unserer Präsentation und unserem Projekt Quizzy. Wir bedanken uns bei JugendHacken und unseren Mentoren und wünschen Ihnen noch eine weitere schöne Vorstellung. Auf Wiedersehen. Cool. Endlich mal ein Spiel. Da bleibt hier. Endlich einmal ein Spiel, bei dem ich selber die Frage stellen kann und ausdenken und nicht von anderen ausgefragt werde. Ich übe jetzt schon mal. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Willst du mal sagen? Naja, wir haben ein Brainstorming gemacht, was typisch für JugendHackt ist, und haben erstmal unsere Interessen rausgesucht. Und dann sind wir dazu gekommen, halt, dass wir beide Web-Apps erstellen können oder beziehungsweise es gerne machen, haben überlegt, was könnte man denn machen, was für Probleme gibt es denn, was stört uns denn im Alltag, und dann sind wir irgendwann mal auf Schule gekommen, da wir ja noch alle Schüler sind und Schule halt unser Alltag ist. Und dann haben wir gedacht, wie kann man denn das Lernen spaßiger machen, und sind dann zu Quizzy gekommen. Lernen kann also Spaß machen, das ist so. Was war denn das Schwierigste bei eurer Umsetzung? Das Schwierigste war vielleicht, dass wir zusammen programmieren können, und darum brauchen wir jetzt die Code-Together-Extension. Und ja. Und was hat euch an diesem Weekend am meisten Spaß gemacht, wenn wir schon beim Spaß sind? Ich glaube, der Dark Mode, denn daran haben wir wirklich lange getüftelt und haben immer wieder, als wir eine neue Seite erstellt haben, gemerkt, oh, da ist noch ein Fehler, da können wir noch verbessern. Und das hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht, an diesem Dark Mode zu tüfteln. Sehr schön. Das waren Elias und Vadim mit Quizzy.